So. Ja, hallo und herzlich willkommen zur gesundheitspolitischen Videosprechstunde der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ich bin Martin Thoma und jeden Mittwoch sprechen wir in diesem Format eine Stunde lang mit interessanten Gästen über aktuelle und spannende Themen aus Gesundheitspolitik, Gesundheitswissenschaft und Medizin. Und Sie wissen Bescheid, dieses Format ist eine Kombination aus Wissenschaftskommunikation und gesundheitspolitischer Debatte und angesichts unserer heutigen Gäste wesentlich eine gesundheitspolitische Debatte. Und generell wollen wir ja immer Akteure, Positionen, Meinungen und Projekte kennenlernen und hinterfragen. Und heute ist eine ganz besondere Sendung, denn wir sind am Ende unserer zweiten Staffel angekommen. Und ja, nach 25 Sendungen in zwei Staffeln haben wir ja insgesamt 54 spannende und hochrangige Gäste begrüßen dürfen. Und wir haben hier zusammen tatsächlich eine Zeit von 28 Stunden zusammen verbracht. Und ja, seitdem wir mit dem ganzen Format hier begonnen haben, konnten wir tatsächlich 1.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit unseren Inhalten erreichen. Von dem Punkt aus erstmal vielen, vielen Dank an alle, die uns seit April tatsächlich treu geblieben sind. Denn ich hätte nicht erwartet, dass wir das so lange so erfolgreich durchziehen konnten. Und ja, aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen wird es in 2021 eine dritte und dann auch letzte Staffel dieser Serie geben. Und an der Stelle, macht auch immer Sinn, möchte ich meinen Dank aussprechen. In erster Linie an Leonie Schneider und Stefanie Wolf vom Landesbüro Nordrhein-Westfalen, gerade für das Marketing, für die ganze Background-Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür. Danke auch an Michael Postel, der dieses Studio, man sieht immer nur diesen Screen hinter mir, aber hier ist ein relativ großes Studio aufgebaut, der das hingestellt hat und dass es alles so gut funktioniert. Und vor allem danke an Anna, an Frank, an Bea und Elisa von der Universum AG für den technischen Support, denn ohne den wird es nicht so gut laufen. Ja, ansonsten kommt der normale Zoom-Hinweis. In diesem Format können Sie ja im Laufe der Sendung Fragen und Statements zum Thema, also zu den jeweiligen Themen stellen und an uns richten. Und das geht im Frage- und Antwort-Tool auf Zoom, sehen Sie unten in der Bildschirmleiste, gekennzeichnet durch F und A und zwei Sprechblasen. Ansonsten für die Zeit bis nächstes Jahr können Sie, oder falls Sie uns dann vermissen, können Sie auf plus.freiheit.org unsere Veranstaltungsreihe nochmal ansehen. Wie gesagt, 28 Stunden, das sollte für zwischen die Jahre reichen. Und wenn Sie mit anderen Zuschauerinnen und Zuschauern hier in Kontakt treten wollen, dann können Sie das tun, denn wir laufen live parallel auf YouTube. Müsste man sich anmelden und dann können Sie da miteinander debattieren. Und falls die Connection hier zu Zoom abbricht, können Sie weiter auf YouTube schauen. Ja, soweit zur Vorrede. Und ja, dieses Jahr hat auch ohne Corona zahlreiche gesundheitspolitische Themen auf die Tagesordnung gesetzt. Und normalerweise ist es ja so, dass ich so ein bisschen das Thema vorgebe. Das war in den letzten 24 Episoden ja der Fall. Aber heute habe ich ausgezeichnet, also gerade unsere Gäste gefragt, welche Themen waren für meine Gäste besonders bedeutend, welche sind in Erinnerung geblieben und warum. Das wollen wir diese Sendung nochmal rückblicken auf das Jahr 2020. Wir werden sprechen über das Organspendegesetz, wir werden über die Rolle der EU im Gesundheitsbereich sprechen, über ein ganz besonderes Digitalisierungskonzept und so werden wir auch dazu kommen, über die Apotheken, über die Auseinandersetzung der Apotheken und die Medikamentenengpässe, die auch alle Ebenen betrifft. Außerdem und zum Schluss dieser Sendung wollen wir natürlich einen Blick auf das Jahr 2021 werfen, denn es wird eine Bundestagswahl geben und wir wollen natürlich diskutieren, mit welchen Ideen wir dann ja, im liberalen Bereich rechnen können und was wir dann nächstes Jahr diskutieren. Soweit zur Vorrede und ich freue mich, dass heute vier Gäste da sind und als erstes begrüße ich Christine Aschenberg-Dugnus. Wunderschönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Jetzt habe ich mein Mikro wieder eingeschaltet. Sehr schön. Frau Aschenberg-Duttmann studierte Rechtswissenschaften an der Philipps-Universität in Marburg und sie ist ordentliches Mitglied im Gesundheitsausschuss und seit März 2000, jetzt müsste ich lügen, 18 gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein zweiter Gast ist Professor Dr. Andrew Ullmann. Wunderschönen guten Abend, auch nach Berlin, schätze ich mal. Ja, guten Abend in die Runde, tatsächlich auch aus Berlin. Tatsächlich auch aus Berlin, ja. Wer ihn nicht kennt, Professor Ullmann ist Arzt und Professor für Infektiologie an der Universität in Würzburg und ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages, auch für die FDP-Fraktion. Darüber hinaus ist er Stadtrat in Würzburg und Vorstandsmitglied im Berufsverband Deutscher Internisten. Ja, und mein dritter Gast ist Andreas Glück. Einen wunderschönen guten Abend. Nicht nach Brüssel, aber nach? Jetzt nach Süddeutschland. Ich bin gerade eben heute bin zu Hause ein bisschen südlich von Stuttgart und darf aus dem Homeoffice heraus arbeiten diese Woche. Genau, und wir haben schon vorab besprochen, wir hoffen, dass die Verbindung bestehen bleibt. Warum der Link nach Brüssel? Genau, Herr Glück ist Facharzt für Chirurgie und übt den Beruf weiterhin aus, ist aber seit Mai 2019 Abgeordneter im Europäischen Parlament. Genau, das war der Link dahin. Und zum Schluss, last but not least, guten Abend, Robert Martin Montag. Hallo. Hi, grüße euch in die Runde. Hi. Genau, und Herr Montag studierte Politikwissenschaften, Soziologie, Wirtschaft und Sozialgeschichte in Jena und er war unter anderem Referent der Kassenärztlichen Vereinigung in Brandenburg und ist heute Mitglied des Thüringer Landtags und dafür die FDP-Fraktion unterwegs. So, alle sind vorgestellt, wir können starten und Frau Aschenberg-Duttmann hatte witzigerweise auch als erstes geantwortet, deswegen wollen wir direkt mal in das Organspendegesetz gehen. Das Thema Organspendegesetz wollten Sie auf der Tagesordnung dieser Sendung wissen. Wenn ich mich richtig erinnere, war es eine sehr, sehr lebhafte Debatte. Wir hatten auch hier über Widerspruchslösungen und Zustimmungslösungen gesprochen. Es waren teils sehr emotionale Debatten, wie wir verfolgen konnten. Und es gab am Ende ja eine Lösung. Wollen Sie uns kurz mal einführen, um was es genau ging und warum Sie das Thema heute hier so auf die Tagesordnung setzen wollten? Ja, sehr gerne. Ich finde es eben ein sehr spannendes Thema, weil es eben auch um ethische Fragen geht. Und immer dann, wenn es im Deutschen Bundestag um ethische Fragen geht, dann gibt es keinen Fraktionszwang, also es werden keine Anträge eingebracht von den jeweiligen Fraktionen, sondern man schließt sich zu gemeinsamen Anträgen zusammen. Und so war eben, weil wir eben alle bemerkt haben oder es als negativ empfunden haben, dass die Zahl der Organspende nicht die Zahl hatte, die wir eigentlich brauchen, wie sie zum Beispiel andere Nachbarländer haben, wie Spanien zum Beispiel, die einen sehr hohen Anteil an Organspendern haben. Da haben wir uns dann schon Gedanken gemacht, was könnte man gesetzlich ändern und wie kann man es schaffen, dass wir mehr Menschen davon überzeugen, den Organspendeausweis auszufüllen, bei sich zu tragen oder eben digital in ein digitales Register eintragen zu lassen. Ja, und das geht dann so, dass man erstmal so ein bisschen eruiert, welche Lösung stimmt man denn dazu? Und das war selbst bei uns in der FDP-Fraktion, war das jetzt nicht klar. Es waren zwar mehr für die erweiterte Zustimmungslösung, wo ich auch die Anhängerin war, aber es gab auch einige, die nahe bei der Widerspruchslösung waren. Und dann hat man sich eben entsprechend mit den Fraktionen, die AfD haben wir außen vor gelassen, aber alle anderen Fraktionen haben sich dann zusammengetan und haben dann Anträge erarbeitet. Das war sehr, sehr spannend, weil man auch natürlich kontrovers diskutiert hat und auch da prallen natürlich andere Meinungen aufeinander. Selbst wenn man sich zum Beispiel einig ist, dass man keine Widerspruchslösung möchte, ist halt auch der Gesundheitsbereich so ein Bereich, wo man sagt, naja, die Linken wollen mehr staatliche Verordnungen und wir sind so mehr für die Freiheit der Niedergelassenen. Und da kristallisiert sich da schon etwas heraus. Aber man rauft sich dann auch zusammen, weil es geht ja um die Sache. Und es hat sehr viele Podiumsdiskussionen stattgefunden, was ich sehr gut fand, weil ich meine, gerade bei solchen Fragen, wo wir ja auch die Bevölkerung
mitnehmen wollen und wo es um eine Frage geht, was passiert mit meinen Organen nach meinem Tod? Das ist so eine Frage, wo die Menschen nicht so gerne drüber sprechen. Das ist jetzt kein Thema für einen Mittagstisch oder so etwas. Mhm. Und da finde ich es gerade wichtig, dass solche Debatten wirklich ausführlich lange in den Medien auch und überall geführt werden. Ja, und wie gesagt, warum bin ich Anhängerin der erweiterten Zustimmungslösung? Also vielleicht noch mal ganz kurz gesagt, die Widerspruchslösung geht davon aus, dass man sagt, jeder ist Organspender, wenn er nicht ausdrücklich widersprochen hat. So, das ist also die grobe Linie. Das heißt, das war auch so für mich als Juristin ein Aspekt, wenn wir jetzt am 1. Januar das Gesetz hätten und man als Bürger weiß man macht sich ja Gedanken darüber, bin ich jetzt Organspender oder nicht? Und wenn wir die Widerspruchslösung hätten und ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich denn meine Organe spenden will oder nicht, also ob ich den Widerspruch eintragen lasse und ich habe auf dem Weg einen Unfall, dann würde ich automatisch als Organspender gelten, obwohl ich meine Meinung mir noch gar nicht darüber im Klaren war. Und das war zum Beispiel für mich ein großes Argument, was ich auch in den Debatten eingebracht habe. Ich habe nämlich ein Telefonat von einem Chirurgen bekommen, von einem Mediziner, der hauptsächlich mit Organspende befasst ist. Und der sagte, ich hätte ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich nicht weiß, der Mensch jetzt, dem ich das Organ entnehme, ob das nicht so ein Fall ist, dass der vielleicht noch gar nicht im Klaren darüber war oder auf dem Weg irgendwo seinen Widerspruch eintragen zu lassen. Aber ich weiß es eben nicht. Und deswegen bin ich eben auch Anhänger einer bewussten Entscheidung. Die bewusste Entscheidung, ja, ich möchte nach meinem Tod Organe spenden. Und das hat für mich auch etwas, und das ist eben wieder das Liberale an mir, dass ich sage, dass alles andere als dieses Selbstentscheiden missachtet die Selbstbestimmung des Einzelnen. Und die Widerspruchslösung verkehrt für mich die freie Entscheidung genau in das Gegenteil. Also in der Juristerei ist es so, Schweigen ist keine Willenserklärung. Und bei der Widerspruchslösung wäre Schweigen eine Willenserklärung, nämlich ein Ja. Und nur ein ausdrücklicher Widerspruch wäre ein Nein. Genau. Wenn Fragen sind, gerne, sonst rede ich einfach weiter. Naja, ich würde tatsächlich mal noch eine Frage in die Runde stellen, gerade an den Chirurgen in der Runde und gut, den Infektiologen, aber beide Mediziner. Ich habe nämlich... Internist auch, ja. Internist, okay. Ich habe nämlich tatsächlich im Umfeld auch viele Stimmen immer gehört, die gerade diesen Pragmatismus-Ansatz gesehen haben, ja, wir müssen das Problem lösen, notfalls über die Widerspruchslösung, die eben eventuell nicht so liberal sich darstellt. Ja, Frage an die Mediziner, waren Sie zerrissen innerlich, einerseits mit dem Blick aufs Problem, andererseits mit Blick auf die Lösung? Vielleicht Herr Glück zunächst. Ja, zunächst mal vielen Dank für dieses super spannende Thema. Also zunächst mal bin im Herzen nach wie vor einfach mehr Arzt als Politiker. Aber wenn ich eins über Politik mittlerweile verstanden habe, dann ist es, wenn Sie etwas erreichen wollen und Sie stellen es schlecht an, dann erreichen Sie möglicherweise genau das Gegenteil dessen, was Sie eigentlich erreichen wollten. Und deshalb, ich bin da auch sehr, sehr dankbar drum, dass Frau Aschenberg-Dugnus gerade eben so deutlich gesagt hat, Gewissensentscheidung, kein Fraktionszwang, man hat sich zusammengesetzt, gut, mit der AfD hat man nicht gesprochen, halte ich auch für richtig, aber vom Prinzip her hat man sich drüber unterhalten. Und das sage ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr als Arzt, denn als Politiker. Wenn Politik gut mit einem Thema umgeht, jetzt mal unabhängig davon, welche Lösung jetzt dabei rausgekommen ist, wenn Politik einfach einem ethisch anspruchsvollen Thema würdig wird, dann werden das auch die Menschen. Und letztlich ist es auch das, was wir ja jetzt im Januar, Februar sehen konnten, dass da die Organspendezahlen um fast 30% gestiegen sind. Das ist mit Sicherheit auch dem Umstand zu verdanken, dass eben Sie da verantwortungsvoll damit umgegangen sind. Ob jetzt Widerspruchslösung oder Entscheidungslösung, es gibt wirklich Pro und Kontras. Von liberaler Seite aus sehe ich das wirklich ganz genauso, wie das hier gerade eben hervorragend dargestellt wurde. Als Arzt würde ich mir natürlich manches Mal noch ein bisschen mehr vielleicht wünschen, weil man eben auch die direkten Auswirkungen nicht nur sieht,
wenn es zu einer Organspende kommt, sondern wenn es eben auch zu keiner Organspende kommt. Also von dem her, da können wir uns drüber streiten, aber insgesamt großes Lob nach Berlin. Dadurch, dass Sie mit diesem Thema anständig umgegangen sind, habe ich auch den Eindruck, dass jetzt auch Organspenden doch deutlich zumindest vor Corona zugenommen haben. Und das sollten wir uns möglicherweise bei anderen wichtigen Themen in Zukunft auch merken, dass wir anständig miteinander umgehen. Okay, leite ich weiter an Professor Ullmann. Sehen Sie das ähnlich? Ja, absolut. Und deswegen habe ich gerade so mit dem Kopf geschüttelt. Nein, es war keine große innere Zerrissenheit. Und ich kenne das, ich bin jetzt 2 Jahre länger dabei als Andreas Glück, dieses Doppelherzgefühl in der Brust als Politiker und als Arzt. Manchmal ist die Taktung nicht immer gleich und das muss man manchmal doch abgleichen. Aber was ich in den 30 Jahren als Tätigkeit als Arzt, als Internist, Hämatologe, Onkologe, aber auch Infektiologe, weil ich behandelte die komplizierten Infektionen nach Organtransplantation, deswegen, ich habe direkt mit den Patienten auch zu tun gehabt, ist für mich sehr klar. Ich habe nicht etwas gegen den Willen des Patienten gemacht, ob er lebt oder gestorben ist. Für mich war der Patientenwille immer höchstes Gut und das ist einfach der ärztliche Ethos, dass da eine große Rolle spielt. Ich kann nicht, und da stimme ich Christine hundertprozentig zu, ich war ja mit auf dieser Liste, auf dieser Initiative mit dabei, ich kann nicht davon ausgehen, wenn ein Patient schweigt, dass er zustimmt. Und das gilt auch nach dem Tod genauso. Und ich hätte meine Probleme. Gott sei Dank bin ich kein Chirurg, dass ich dann die Organe nicht entfernen muss. Aber allein diese Diskussion als Arzttätiger hätte mir Gewissenskonflikte bereitet. Ähnlich übrigens wie Triage. Die ganze Diskussion mit Triage, das ist natürlich ein anderes Thema noch. Aber es ist genauso eine schwierige Entscheidung, die wir in der ärztlichen Tätigkeit auch treffen müssen. Mir ist die Entscheidung sehr leicht gefallen. Aber ich verstehe auch meine ärztlichen Kollegen auf der anderen Seite, die diese Patienten betreuen, die auf ein Organ warten und es nicht begreifen, dass es Unfälle gibt, wo man hätte ein Organ spenden können. Und diese Verzweiflung meiner ärztlichen Kollegen kann ich ebenfalls nachvollziehen. Aber es geht nicht so weit, dass der menschliche Individualwille über die gesellschaftlichen Willen oder über Willen eines anderen hinweggesetzt werden kann. Das ist ein ethisches Dilemma, die ich für mich so löse, dass ich jeden Patienten individuell betrachte und nicht einen Mensch, wenn er gestorben ist, als Ware sehe, sondern immer noch als Mensch betrachte, weil es mehr ist es ja dann auch nicht, wenn man keine Widerspruchslösung macht. Der tote Mensch ist da eine Ware, wo man dann die Ersatzteile herausnehmen kann, so brutal muss ich es mal ausdrücken, für den anderen Patienten auch zu beschaffen. Das ist absichtlich jetzt ein bisschen zugespitzt ausgedrückt, aber so kann man es genauso interpretieren. Deswegen habe ich Verständnis für beide Seiten, aber für mich war relativ klar, wo ich mich positionieren muss, als Arzt, aber auch als liberaler Politiker. Dann, bevor wir zu Frau Aschenberg-Dübnus kommen und dann den Kreis nochmal schließen, wollte ich noch eine Frage an Robert Martin stellen, weil das kam mir so ein bisschen in der ganzen Debatte vor. Wir reden ja hier über ein sehr, sehr emotionales, aber auch liberales Thema mit dieser Lösung. Und mir kam so vor, beziehungsweise wurde es mir auch mal genannt, warum kommt medial die Liberalen gerade bei so einem Thema nicht so zur Geltung, wie sie zur Geltung kommen sollten? Weil witzigerweise hat man dann in den meisten Zeitungen immer Annalena Baerbock von den Grünen gesehen. Kam das auch so vor oder ist das nur eine subjektive Einschätzung, dass wir... Konnten wir aus dem Thema Kapital oder können Liberalen Kapital aus dem Thema schlagen? Ich glaube, Liberale fragen erstmal gar nicht, ob sie Kapital aus was schlagen. Das ist ja das Gute, wo uns auch in der Politik ethische und moralische Maßstäbe begleiten. Das ist ja bei anderen anders. Ich sage nur, AfD geht es gut, wenn es Deutschland schlecht geht. Ja? Sondern sie kümmern sich um Probleme, wollen Problemlöser sein und haben den inneren Antrieb, das Richtige zu tun nach ihren intrinsischen Motivationen und Grundsätzen. Und insofern habe ich das sehr wohl wahrgenommen hier, wenn ich das so sagen darf, in der Provinz, wie in Berlin eben auch hart miteinander gerungen wurde. Und da war ja Christine auch andere für mich sehr präsent gewesen. Gerade in dieser Frage der liberalen Positionierung.
gut, Annalena Baerbock ist nun eine Parteivorsitzende, hat vielleicht da auch nochmal ein Prä, was sich vielleicht in ein paar Artikeln mehr oder weniger oder mehr vielleicht niederschlägt. Aber ich habe das durchaus als sehr präsent wahrgenommen, die Debatte, und bin eben da auch sehr dankbar für die Positionierung, die man in Berlin, die Abgeordneten, ist ja nicht die Fraktion gewesen, sondern die Abgeordneten für sich gefunden haben. Und bin auch sehr glücklich über diese kluge Abwägung der Frage, denn wir werden natürlich dann auch immer angesprochen auf diese Themen, und wenn man dann auf eine sehr kluge Position reflektieren kann und die sich letztlich auch zu eigen gemacht hat, dann ist das sehr hilfreich und insofern mindestens doch im persönlichen Gespräch etwas, wo man Menschen gewinnen kann, dafür Dinge klug zu tun und sie vor allen Dingen abwägend zu tun. Und insofern, der natürliche Platz des Liberalen ist sowieso zwischen allen Stühlen. Also insofern ist das nichts, was neu wäre für liberale Politiker. Genau, nochmal schön zusammengefasst. Aber Schlusswort für den Themenblock hat Frau Aschenberg-Lugnus. Ja, vielen Dank. Ich wollte auch noch mal sagen, wir haben uns natürlich gefragt, also uns alle hat ja geeint, dass wir die Zahl der Organspender erhöhen wollten. So, und da haben wir natürlich verschiedene Ansatzpunkte gehabt. Und was in unserer Gruppe auch wichtig war, die eben für die erweiterte Zustimmungslösung ist, die sich ja dann auch durchgesetzt hat, war ja, was hindert Menschen daran, den Organspendeausweis auszufüllen oder sich in ein Register eintragen zu lassen. Und da haben wir gesagt, so diese anonymen Broschüren, die man ja auch vorher schon auf den Einwohnermeldeämtern bekommen hat oder die man von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bekommen hat, das reicht nicht. Und da haben wir uns gefragt, wer hat das größte Vertrauen von den Menschen? Und da sind wir auf die Hausärzte gekommen. Und da haben wir gesagt, wie wäre es denn, wenn Hausärzte auch eine Vergütung dafür bekommen, wenn sie alle 2 Jahre dann mal so eine Information, also der Patient muss es natürlich einfordern, eine neutrale Information über das Thema Organspende stattfinden lässt, auf Wunsch des Patienten. Weil das ist der Mensch, dem der Patient vertraut. Wir haben Gott sei Dank die freie Arztwahl. Und da ist das Vertrauen da. Und da haben wir gesagt, das ist eine Möglichkeit, da besser noch zu argumentieren und mit jemandem, der sich als Arzt damit auskennt mit dem Thema. Denn es herrschen ja auch diffuse Ängste. Also sie glauben gar nicht, was man da alles so hört. Also dann werde ich nicht mehr beatmet, weil man meine Organe haben will. Also solchen Quatsch hört man dann. Und das kann natürlich am besten, also die Frage des Hirntods und so weiter und so weiter. Es sind ja ganz viele Fragen, die damit reinspielen. Mhm. Damit kennt sich die Bevölkerung aber gar nicht aus. Aber der Hausarzt, der kann es genau erklären, kann Ängste nehmen, kann aufklären. Und dann ist die Möglichkeit, dass jemand dann wirklich den Organspendeausweis ausfüllt, sehr groß. Und nochmal einen letzten Satz zu Frau Baerbock. Sie ist ja gar keine Gesundheitspolitikerin. Und bei den meisten Sitzungen war sie auch gar nicht dabei. Da waren ihre Referenten dabei. Aber wenn es um öffentliche Termine ging vor der Kamera, da war sie dann wieder da. So viel zu dem Thema. Das ist sehr schön zusammengefasst. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Vor allem vielen, vielen Dank für den Blick in den Hintergrund, weil ich glaube, viele von uns wissen gar nicht genau, wie genau sowas zustande kommt, wenn man nur das Bild in der Bundespressekonferenz sieht. Thema bearbeitet. Und wir wollen weitergehen, denn Herr Glück hat dann mir direkt als Zweiter das Thema der EU-Kompetenzen im Gesundheitsbereich genannt. Und ja, normalerweise hatte ich eigentlich gedacht, wir können das Thema Covid-19 überspringen, aber tatsächlich wird es auch hier in die Sendung reinkommen, denn gerade auf europäischer Ebene wird der Kompetenzbereich im Gesundheitswesen diskutiert. Und es gab ja auch eine Resolution des EU-Parlaments zur Strategie der EU im Bereich der öffentlichen Gesundheit für und nach der Zeit der Covid-19-Pandemie, sowie ein Gesundheitsprogramm der Kommission, nennt sich EU for Health. Herr Glück, können Sie uns mal sagen, was es damit auf sich hat und mal in die Thematik einführen? Ja klar, kann ich sehr gerne machen. Allerdings, das ist jetzt fast ein bisschen putzig, weil Sie wollen nicht über Corona sprechen. Ich habe andere Themen vorbereitet. Jetzt sprechen Sie mich doch ganz genau wieder auf die Covid-Themen an. Machen wir aber trotzdem beides vielleicht. Ist kein Problem. Wie Sie wissen, die Europäische Union hat im Bereich der Gesundheitspolitik nach wie vor eine unterstützende Kompetenz ausschließlich. Das bedeutet, wir haben eigentlich letztlich gar nichts zu melden.
Es ist, wir können dann eingreifen, so quasi, wenn wir um Unterstützung gebeten werden, mancher Mitgliedstaaten, wie auch immer. Und um es gleich mal vorwegzunehmen, ich glaube daran, oder da bin ich mir ganz sicher, daran will ich auch gar nicht rütteln, dass das Gesundheitssystem zukünftig Sache der Mitgliedstaaten bleibt. Das muss nationale Aufgabe sein. Auch hier glaube ich an einen gewissen Wettbewerbsgedanken, dass wir eben voneinander lernen können, statt alles in einen Topf zu werfen. Es gibt bei manchen diese tolle Vorstellung, man könnte jetzt ein Gesundheitssystem für die ganze Europäische Union und so. Ich halte das persönlich für einigermaßen Quatsch. Wie gesagt, wir können voneinander lernen, wir können uns gegenseitig helfen. Und letztlich unterhalten wir uns jetzt doch über viele Dinge, die eigentlich gar nicht so unbedingt nur was mit Covid zu tun haben, wobei Covid natürlich mit Sicherheit den Ausschlag dafür gegeben hat. Was passiert in so einer Krise? In so einer Krise jetzt zum Beispiel haben wir erlebt, erstmal gehen die Schotten dicht, jeder macht irgendwo zu, jeder sagt, oh, Grenzen zumachen, überhaupt ganz vorsichtig sein und so weiter. Und eigentlich erst ein paar Tage später ist dann aufgefallen, kein einziger von uns wird diese Krise meistern können, ohne dass wir jetzt zum Beispiel unseren Binnenverkehr haben. Wir sind mittlerweile, Gott sei Dank, so vernetzt, dass es so funktioniert. Bloß wenn dann natürlich irgendwo die Mitgliedstaaten die Schotten dicht machen, dann läuft das Ganze irgendwie gar nicht mehr. Und ich glaube, diesem anfänglichen Egoismus, den man da so ein bisschen mitbekommen hat, auch übrigens von unserer Seite aus, Ausfuhrverbot für irgendwelche Schutzausrüstung medizinischer Art oder sowas, also waren jetzt vielleicht nicht so die ganz glanzvollen Taten. Aber dieser Ego-Trip, den da die Mitgliedstaaten am Anfang so ein bisschen gefahren haben, hat sich dann doch sehr, sehr schnell in eine ja, fast beispiellose Kooperation und gegenseitige Hilfe irgendwo verwandelt. Das war schon richtig gut. Wer hätte sich vor 50 Jahren vorgestellt, dass wir Patienten grenzübergreifend intensivmedizinisch behandeln würden, einfach so, oder dass wir dementsprechend, wie wir mit Waren ausgetauscht sind und so weiter und so fort. Tatsache ist, ich bin in diesen Umweltausschuss, in diesen Envi-Ausschuss gekommen, vor allen Dingen, um mich mit Fragen der Umweltpolitik und der Energiepolitik zu befassen und natürlich als Arzt auch das bisschen Gesundheit, das dort würde stattfinden, so quasi mit zu bearbeiten. Und eine Zeit lang können Sie sich vorstellen, wann ich in dem Ausschuss das genau the other way around, also da war jetzt ganz wenig Umwelt und ganz viel Gesundheit natürlich über eine gewisse Zeit. Und es gibt ja auch ein paar interessante Fragen. Zum Beispiel die Fragen der gemeinsamen Beschaffungspolitik. Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt als Europäische Union. Wir sollten irgendwo diese Pferde auch auf die Straße bringen, wenn es zum Beispiel um dieses Thema Beschaffung, also gemeinsame Beschaffung geht. Wir müssen natürlich irgendwelche Gesundheitsreaktionsmechanismen erarbeiten, wie das jetzt zum Beispiel in einer Resolution des Parlaments festgestellt wurde. Wir müssen natürlich irgendwo ein gemeinsames Stockpiling, also Warenlager in irgendeiner Form angehen. Mich hat es eigentlich gewundert, dass es das europaweit nicht schon vorher irgendwo gab. Wir jetzt in Deutschland haben ja noch so mit Katastrophenschutz und sowas so ein bisschen noch im Hintergrund. Ich war ja lange hier auch Kreisvorsitzender des Roten Kreuzes hier in Reutlingen, wo wir auch eben in die Katastrophenschutzpläne eingebunden waren. Mich hat es eigentlich gewundert, dass es vorher auf europäischer Ebene nicht gab. Das ist zum Beispiel was es jetzt gibt. Dann dieses Thema Lieferketten. Wir entsinnen uns auch schon vor Covid war es das Problem und das weiß Andrew Ullmann bestimmt mindestens genauso gut wie ich, dass da einzelne Medikamente immer wieder vergriffen waren. Manches war schlicht und einfach nicht lieferbar. Also das ist nicht erst seit Covid so. Warum kommt denn das? Warum ist denn das so? Es ist teilweise so, weil bestimmte Medikamente, da gibt es weltweit 2 oder 3 Produktionslinien, entweder für die Medikamente oder für die Grundstoffe der Medikamente, die man braucht. Das bedeutet, wenn hier eine Produktionslinie ausfällt, dann fällt kurzerhand mal 30% oder 50% der Weltproduktion aus. Und das sind natürlich schon Dinge, auf die wir zukünftig stärker achten müssen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass auch wenn das Gesundheitssystem als solches bei den Mitgliedstaaten bleiben sollte und auch gerne im Wettbewerb ein bisschen stehen sollte und soll doch derjenige, der ein gutes Gesundheitssystem hat, den anderen vielleicht auch als Vorbild dienen. Das ist doch allemal besser als Gleichmacherei. Aber es gibt so ein paar Bereiche, da würde ich mir so ein klein bisschen mehr Europa wünschen. Ein paar Sachen habe ich gerade angesprochen. Unter anderem möchte ich auch noch das Thema Datenerfassung. Das ist ein völliger Unsinn, wenn wir auf unterschiedliche Art und Weise in der Europäischen Union Daten erfassen. Beispiel Covid.
es ist ja recht so, dass jeder einzelne Mitgliedstaat andere Maßnahmen gestartet hat durch die Covid-Krise. Aber wenn ich die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin anschließend vergleichen muss, dann muss ich sicherstellen, dass eben auch gleich die Daten erhoben werden. Und das ist zum Beispiel so ein Bereich, da brauchen wir definitiv noch mehr. Und auch, bin ich der Meinung, auch bei dem Hygienebereich. Letzter Satz, wir als Europäer sind immer so stolz drauf, wenn wir irgendwo zum Essen gehen, in, keine Ahnung, Griechenland oder Portugal oder so, dass es dort die gleichen hygienischen Maßnahmen gibt für die Zubereitung von Essen zum Beispiel. Und jetzt möchte ich einfach, dass mir, das ist Verbraucherschutz. Und jetzt ist es mir einfach als Arzt wichtig, dass es nicht nur einen Verbraucherschutz gibt, sondern irgendwo muss es auch einheitliche Regeln geben, wenn ich in, was weiß ich, in Italien beim Strand gerade eben mir das Sprunggelenk verknickt und mir dementsprechend die Weber-B-Fraktur zugezogen habe, die man dann operativ versorgen muss. Also ich glaube, wir profitieren alle dran, wenn wir in manchen Bereichen ein bisschen mehr europäisch werden. Und mein Motto hier ist übrigens wie in anderen Themen auch, wir brauchen nicht überall ein bisschen mehr Europa, sondern ein starkes Europa an den richtigen Stellen. Jetzt hätte ich fast gesagt, wären wir jetzt auf einem Parteitag, gäbe es bestimmt Applaus. Aber ich kann die Frage, eigentlich muss ich die Frage gar nicht formulieren, aber kann das direkt weitergeben an sozusagen Bund und Land. Vielleicht Professor Ullmann, der gewünschte Einfluss aus Europa so ein bisschen in verschiedene Bereiche. Sehen Sie das eher als Chance oder sagen Sie, naja, hier und da sind vielleicht nationale Gesundheitssysteme tatsächlich schlagkräftiger? Man muss es schon mal sehr differenziert betrachten, welche Felder im Gesundheitswesen oder welche Systeme da wesentlich sind. Da gibt es welche auf regionaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene Verantwortlichkeiten und auf europäischer und tatsächlich auch auf globaler Ebene. Das muss man natürlich auch nochmal mit betrachten. Wir haben jetzt einmal die europäische Perspektive gesehen und denke, gerade Covid hat uns gelehrt, mit einem Brennglas, wo die Probleme in den Systemen sind. Und es fängt vor Ort in meiner eigenen Stadt in Würzburg an, bis zur WHO nach Genf, was global alles schiefgelaufen ist oder was nach wie vor schief passiert. Wir waren auf diese Pandemie beispielsweise gar nicht vorbereitet. Eine Koordination von ECDC gab es überhaupt nicht. Im Gegenteil, es wird falsche Copy-Paste von anderen Ländern gemacht. Dann heißt es, Schweden macht es ganz gut, aber wird nicht berücksichtigt, dass die Krankheitslast und auch die Sterblichkeit dramatisch höher ist als in anderen Ländern. Die Schweiz macht schon wieder was anderes, aber ist natürlich kein EU-Land. Das ist eine Katastrophe. Und eins muss man begreifen, und wir haben Probleme vorher gehabt, das hat Andreas Gluck auch richtig gesagt. Es war nicht nur in Arzneimittelversorgung die Problematik. Ich spreche jetzt einfach nur ein Problem an, Emerging Diseases. Also das ist infektiologisch, ist natürlich mein Thema, aber multiresistente Keime, die Problematik des One Health-Konzeptes, das heißt Tierwohl, Menschenwohl, Umweltwohl zusammenzubringen, als Planetary Health unter anderem auch. Ein ganz wichtiger, ich bringe jetzt sehr viele Schlüsselwörter, aber ich will einfach nochmal zeigen, wie komplex diese Problemstellung aussieht. ECDC, wenn man mal nach Stockholm fährt und dann anschließend nach Atlanta, Georgia, wo das CDC ist, da kann man nur noch heulen, was wir in Europa nicht zustande bringen. Wir könnten mindestens genauso stark sein. Und ich war letztes Jahr noch vor Covid in Tansania gewesen. Und da, was habe ich gesehen? Ein CDC-Büro, aber ECD gar nicht. Und die Uni Tübingen war unterwegs. Also das muss man klar machen. Und das wäre auch mein Wunsch, auch zu Andreas rüber, dass ECDC dramatisch gestärkt werden sollte und auch durchaus mit Kompetenzen ausgezeichnet werden. Und dann, wenn wir auf Bundesebene sprechen, genau das ist, was ich auch vom Robert-Koch-Institut schon seit Monaten fordere, dass wir eine Reform des Robert-Koch-Institutes durchführen, nochmal überlegen, ob wir nicht ein Bundesinstitut für Gesundheit wieder schaffen, wie wir es vor 20 Jahren etwa hatten mit dem Bundesgesundheitsamt. Ich möchte nicht zurück in die Vergangenheit gehen, da waren auch Fehler, keine Frage, aber ich denke, wir können sicherlich besser mit einem Robert-Koch-Institut, das unabhängiger auch vom Ministerium ist, auch agieren. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Während des Gesprächs habe ich Notizen gemacht. Ja, und die Vernetzung. Die Vernetzung ist etwas ungemein Wichtiges, die digitale Vernetzung. Es kann nicht angehen, dass, wenn ich ECDC reinschaue ins Netz, da etwas von einer Prävalenz oder Inzidenz über 14 Tage diskutiert wird, über Robert Koch dann über 7 Tage diskutiere und dann noch andere Definitionen von Krankheiten. Das macht mich wahnsinnig und auch keine einzige vernünftige Teststrategie oder Empfehlung. Ich erwarte ganz klar eine Stärkung des Public Health Gedankens auf allen Ebenen.
wirklich von Europa runter auf Bund und auch auf Länderebene, dass wir den öffentlichen Gesundheitsdienst in allen Bereichen dramatisch stärken und auch begreifen, dass es etwas Wichtiges ist. Und einen Punkt möchte ich noch nach Europa sagen. Die medizinischen Fachberufe müssen wir noch weiter abgleichen. Wir haben immer noch Streitigkeiten, obwohl wir normalerweise die Berufsanerkennung haben, grenzüberschreitend. Auch bei den Ärzten ist es immer noch sehr schwierig. Und dann belasse ich es erstmal damit mit diesen ganz vielen Forderungen. Das heißt, wir haben vieles noch für die Bundestagswahlen vor und auch für die nächsten Europawahlen. Und sicherlich auch, für gerade bei Robert Marti, wenn ich ihn sehe, demnächst auch für Landtagswahlen. Genau, genau. Zu Robert Martin kommen wir gleich. Aber Frau Aschenberg-Lücknus, wir hatten hier in der Sendung im Sommer in der ersten Staffel unter anderem den Geschäftsführer der Gates-Stiftung und die beschäftigt sich ja sehr, sehr viel mit Gesundheitsthemen. Und ist es da nicht vielleicht sogar besser, wenn man Europa als ersten Ansprechpartner für eben gerade so eine globale Gesundheitskooperation hat oder muss das eher wie andere Bereiche eher national bleiben oder in nationaler Hand sozusagen? Also ich finde europäische Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig und ich komme jetzt mal zu den Dingen, die Menschen direkt betreffen in so einer Pandemie. Ich bin zum Beispiel Mitglied in der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, das heißt, das ist der Deutsche Bundestag und die Assemblée Nationale. Jeweils 50 Abgeordnete treffen sich regelmäßig. Und wir hatten im September hatten wir als Gesundheitspolitiker eine Schalte, also Herr Spahn und das französische Pendant. Und auch da haben wir Anträge erarbeitet, die ganz speziell die Menschen betreffen. Und es wurde ja vorhin gesagt, grenzüberschreitender Verkehr, Grenzschließungen. Und da steht ganz klar drin, dass es da in Zukunft nicht mehr irgendwelche einseitigen Maßnahmen geben kann, sondern dass man sich da absprechen muss. Denn was passiert denn, wenn zum Beispiel man das nicht abspricht? Ich sage jetzt mal, dann ist dieser grenzüberschreitende Verkehr, entweder passiert der gar nicht mehr, was machen die Pendler? Oder wenn sie sagen, das Einkaufsverhalten, wenn das auf der einen Seite geschlossen ist, auf der anderen Seite offen, haben sie natürlich den entsprechenden Gegenverkehr. Also da haben wir ganz klare Vereinbarungen getroffen, dass zukünftig das abgesprochen wird, die Maßnahmen. Das heißt nicht, dass sich die Gesundheitssysteme angleichen. Da bin ich ganz bei Herrn Glück, dass ich sage, da ist die nationale Souveränität ganz wichtig. Aber bitte in einer Pandemie, gerade im grenzüberschreitenden Verkehr, eine enge Zusammenarbeit. Und dass man sich, ich sag mal, unter Freunden, unter Nachbarn auch aushilft, wenn jetzt zum Beispiel Schutzmaterial fehlt. Oder was ja Deutschland gemacht hat, das war auch genau richtig, dass man gesagt hat, wir nehmen natürlich französische Patienten in unseren Intensivstationen auf und schicken denen hinterher auch keine Rechnung. Das macht man nun mal nicht unter Freunden. Da haben wir sehr viele Beschlüsse gefasst innerhalb des Deutschen Bundestages und der Assemblée Nationale, die rechtssicher dann auch wirklich regeln bei der nächsten Pandemie, dass es dann nicht mehr darüber diskutiert wird, sondern dass man da Pflöcke eingeschlagen hat. Nochmal zum Datenaustausch. Die Interoperabilität steht zum Beispiel auch in dem Antrag, habe ich speziell reingebracht, weil die Interoperabilität ist das A und O. Wenn ich unterschiedliche Systeme habe und wenn ich meine elektronische Patientenakte, die wir ja immer noch nicht haben, aber die ja irgendwann mal kommen soll, die muss natürlich in Frankreich von dem französischen Arzt genauso eingelesen werden, wie bei dem griechischen oder bei dem österreichischen. Also da muss Interoperabilität herrschen. Da sind die nationalen Egoismen, glaube ich, aber immer noch da. Und es ist sehr schwierig. Da muss man dann irgendwann mal sagen, so, das ist der Standard. Und alles, was ihr in eurem Land anbietet, muss sich diesem Standard unterordnen, damit man eben da mal auch sagt, so, das ist jetzt der Standard, innerhalb dessen sich die Wirtschaft auch austoben kann. Aber wir brauchen eben diese Interoperabilität. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, es wurde ja auch noch Arzneimittelengpässe angesprochen, aber ich glaube, das kommt nachher nochmal als gesondertes Thema. Da würde ich mich dann auch gerne nochmal äußern. Also nochmal europäische Zusammenarbeit, globale Zusammenarbeit. Das ist ja auch ein Thema meines Kollegen Andrew Ullmann. Eine Pandemie kann man nicht national lösen, kann man auch nicht europäisch lösen, sondern kann man nur global lösen. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass die Impfproduktion, dass das nicht nur, wie das noch Herr Trump gesagt hat, America first, sondern dass man auch zusieht, dass wir auch nicht nur innerhalb Europas, auch da muss es gleichmäßig verteilt werden, aber dass wir uns eben auch einig sind, dass wir Dosen auch finanzieren für Entwicklungsländer, weil globalisierte Welt, Reiseverkehr, so ein Virus kommt auch mal ganz schnell wieder zurück. Deswegen müssen wir mehr global in der Pandemie denken.
Ja, vielen, vielen Dank. Tatsächlich möchte ich mit Robert bei dem Montag den Blog hier schließen. Wir kommen tatsächlich später nochmal auf die Arzneimittelversorgung, auf Apotheken ja sowieso, war nochmal das Thema genannt. Aber das ist die beste Überleitung, die man kriegen konnte. Denn Interoperabilität, Standards, ja, sind möglicherweise eben das europäische Thema. Aber in Thüringen hat sich auch was getan. Und zwar hat die FDP-Landratsfraktion dort eine E-Health-Strategie entwickelt. Fand ich ganz, ganz spannend. Ich habe sie gelesen, habe die Eckpunkte gesehen. Und Robert Martin, würdest du uns einmal in die E-Health-Strategie in Thüringen mal einführen? Was habt ihr euch da gesetzt? Vielleicht tatsächlich auch mit dem Blick nach Europa. Ja, erstmal vielen Dank, vor allen Dingen vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich das hier mal so Cora Publikum mal vorstellen kann. Naja, wir haben ja vor allen Dingen uns zur Aufgabe gemacht, viele Dinge, die wo seit Jahren in Thüringen, nicht nur in Thüringen, aber dafür sind wir nun mal zuständig, nicht vorangehen, neu zu denken. Das heißt, wir nehmen uns ein weißes Blatt Papier und lassen zunächst mal bei der Frage der Zielerreichung all das mal außen vor, was im normalen Politikbetrieb normalerweise zu Verhaken führt, zu Stillstand führt, zu Schritt zur Seite führt, sondern bleiben mal ganz konkret dem Ziel verhaftet. Und wir und ich persönlich natürlich als gesundheitspolitischer Sprecher sehe in der Frage der Digitalisierung erhebliche Chancen, gerade für ein Flächenland, für die Versorgung hier der Patientinnen und Patienten. Denn wir wissen, dass E-Health-Lösungen, also digitale Gesundheitslösungen, hilfreich sind, die Qualität verbessern können, das Ansprechverhalten verbessern können, die Effizienz, die wirtschaftliche Effizienz verbessern helfen, also die Ressourcen schonen, die man dann woanders ausgeben kann für Patienten und eben am Ende auch Versorgung nachhaltiger gestalten kann. Darüber hat man sich in Thüringen keine Gedanken gemacht und ich darf auch sagen, dass man, glaube ich, in der Bundespolitik da noch nicht wirklich vorangekommen ist, vor allen Dingen in die Frage, wie implementiere ich eigentlich die Dinge? Also, wir haben zwar Herr Spahn mit vielen Gesetzesentwürfen gesehen, die ich persönlich sehr, sehr kritisch sehe, weil sie nicht mit Überzeugung arbeiten, nicht mit Mitnehmen arbeiten, sondern am Ende auch die Akteure unter Androhung finanzieller Einbußen versuchen einzubinden. Wir sehen es ja bei der Telematik-Infrastruktur, wie schwierig das ist, wenn ein System, sage ich mal, aus einer oder technologischen Überlegung entsteht, die 15 Jahre vorher da war. Das ist dann eben nicht mehr der Standard, mit dem man heute Dinge umsetzen kann. Das war der erste Punkt. Weißes Blatt Papier, wie erreichen wir das Ziel, wie können wir die Dinge implementieren? Und der zweite Punkt ist, wir wollen es vom Patienten ausdenken. Aber sozusagen dem Patienten im Mittelpunkt, aber dem Arzt im Blick zu behalten, denn diese Vorbehalte, die wir oft sehen, sind ja nicht nur bei den Patientinnen und Patienten hin und wieder anzutreffen, sondern auch bei den Akteuren selber. Woran liegt das aber? Das liegt vor allen Dingen daran, dass es noch nicht allzu viele kluge Lösungen gibt. Es gibt zwar viele Ansätze und vor allen Dingen nicht im Versorgungsalltag einem das tagtäglich sozusagen begegnet und klar ist, okay, es macht mir auch als Arzt das Leben leicht. Also braucht man zwingend zwei Dinge. Man braucht die Patientenperspektive, aber man braucht auch die Perspektive der Versorgenden und der Medizinerinnen und Mediziner, nämlich sie zu überzeugen, mitzunehmen, was hilft mir. Und dann ist jeder natürlich eigen- und selbstverantwortlich genug, die Dinge auch zu implementieren. Und das tun die Medizinerinnen und Mediziner ja sehr häufig, wenn man sie von der Lösung überzeugen kann. Vorrede. Jetzt überlegen wir mal, was wollen wir da eigentlich konkret machen? Ich habe gesagt, wir wollten es ein bisschen anders aufziehen. Wir wollten es eben auch so machen, dass wir auch mal zeigen, was gibt es eigentlich überhaupt schon. Also Überzeugungsarbeit leisten. Und da es nie klug ist, bei komplexen Dingen nur von der eigenen Meinung überzeugt zu sein, haben wir uns einfach mit Experten zusammengesetzt. Die kamen aus der Kassenlandschaft, die kamen aus dem niedergelassenen Bereich, die kamen aus dem stationären Bereich, also auch wirklich kräftige Akteure, die da mit uns gemeinsam dran geschrieben haben. Aber
es kam eben auch aus dem Startup-Bereich. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, sozusagen mal zu zeigen, was sind denn eigentlich für Ideen bereits jetzt schon im Markt? Was hat sich denn da schon gezeigt, was wirklich funktioniert? Und ich glaube, das ist ein Triggerpunkt, der auch unsere Strategie besonders macht, dass man eben auch zeigt, was passiert, funktioniert in der Onkologie, in der Notfallversorgung. Ich kann ja mal hier durchgehen, es sind insgesamt 25 Seiten, kann jeder mal lesen. Den Link findet man auch bei uns in der Radiologie, Kardiologie. Also da, wo wirklich tatsächlich Menschen Interesse haben, Versorgung verbessern zu können. Und dass das eine, durch Überzeugen, was es alles gibt, und dann die Frage zu stellen, wie bringe ich das eigentlich ins System? Denn das ist die große Frage, an der die meisten guten Ideen letzten Endes scheitern. Auch da haben wir einen Ansatz, der patientenorientiert ist. Ich sage mal, das erste ist, wir fordern, also wir müssen, glaube ich, die digitale Gesundheitskompetenz fördern. Das ist zum einen für die Patienten, also ein Aktionsplan Gesundheitskompetenz. Wie gehe ich eigentlich mit digitalen Lösungen um? Wie nutze ich das Ding hier eigentlich? Wie nutze ich ein iPad und was bringt es mir? Also da klar auf die Leute zuzugehen, das kann über Ärzte passieren, das kann über Kassen passieren, dort eben auch klassische Bildungsarbeit zu leisten. Denn Bildungsarbeit ist in dem Fall auch Überzeugungsarbeit für digitale Lösungen. Dann brauchen wir Digitalisierung auch in der Aus- und Weiterbildung unserer Mediziner. Auch da haben wir mit der Universität uns ausgetauscht. Es gibt mittlerweile hier auch zumindest erste Ansätze für ein Studium, für einen Aufbaustudiengang eHealth, wo man tatsächlich auch die Dinge tatsächlich nicht nur medizinisch sieht, sondern auch technologisch sieht. Ich glaube, das ist schon wichtig, auch da recht früh damit anzufangen. Und jetzt sitzen wir in Thüringen in einem Dilemma. Wir sind sehr abhängig von der Automobilindustrie. Und es wird immer viel darüber gesprochen, ja, wie gestaltet man eigentlich Wandel? Und da haben wir gesagt, heute schon an morgen denken, wir sind zwei Schritte voraus. Lasst uns doch die Kompetenzen, die wir hier vor Ort haben, nutzen, um sie so zu entwickeln, dass am Ende das ganze Land etwas davon hat, nämlich dass hochqualifizierte Arbeitsplätze bei uns erhalten bleiben und gute Lösungen für die Menschen entstehen. Und insofern wollen wir E-Health und MedTech-Industrie, die wir tatsächlich haben, in unseren Hotspots in Jena, in Ilmenau, in Schmalkalden, bis hin nach Ostthüringen haben wir auch teils große Player, die da ganz aktiv sind. Die wollen wir zusammenschalten und ein Cluster bilden, gemeinsam mit den Universitäten. Wir haben eine große Universität in Jena, wir haben eine große Fachuni in Jena, eine Technikuni in Jena, aber auch in Ilmenau, MP3 und so, wer sich erinnern kann. Damals der Standard kam ja aus Ilmenau. Also auch da Kompetenzen nutzen. Und jetzt die Frage, was machen wir denn mit dem ganzen Wissen? Was machen wir denn mit der Industriekompetenz? Was machen wir denn mit den Leuten, die bereit sind, tatsächlich digitale Lösungen in die Versorgung zu bringen? Lass es uns doch einen Raum schaffen, wo wir die Kompetenzen zusammenbringen. Denn die Leute, die wollen, das ist ja auch die Frage, ne? Liberale setzen auf Freiwilligkeit. Die Akteure, die richtig Bock haben, was zu machen, lass die doch an einen Tisch. Und Projekte scheitern leider häufig daran, dass man zwar gemeinsam anfängt und losläuft, dass man aber nicht die Projekte zu Ende bringt. Vielleicht gibt es noch mal einen Abschluss, aber in die Versorgung ist es dann meistens schwierig. Ja? Also wir brauchen nichts anderes als Analyse, wo brauchen wir eigentlich eine Lösung, operationalisieren, wie wollen wir das umsetzen und dann evaluieren, hat es was gebracht, und wenn es was gebracht hat, dann bitte in die Versorgung. Dazu braucht es aber Kompetenzen und Projektmanagement-Kompetenzen. Das fehlt häufig den Akteuren selber. Und da wollen wir ein Kompetenzzentrum Entwicklung innovativer Versorgungsformen schaffen, was nicht nur eine Digitalkompetenz hat, das geht auch in den Bereich Krankenhaus, kann ich nachher noch was erzählen. Da haben wir, glaube ich, etwas sehr Umstrittenes, aber auch sehr Spannendes vor. Also dort Player zusammenzubringen, die gemeinsam Versorgung neu denken und gestalten wollen und ihnen die Möglichkeit geben, in einem strukturierten Prozess die Dinge auch gemeinsam mit der Politik erfolgreich umzusetzen. Also ein Raum, der Möglichkeiten schafft. Glaube ich, auch ein ganz spannender Strukturansatz. Und als letztes brauchen wir einen Raum, das gibt auch das SGB 5 jetzt schon her, mit dem Paragraph 63 SGB 5, wo man Projekte
und Modellprojekte machen kann. Wir brauchen natürlich auch immer die Begleitung von Politik. Wir haben ja da Paragraph 19, Landesgremium und so weiter. War mal eine FDP-Idee, wird in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich gut umgesetzt, wo man Akteure schon mal zum Austausch mit dem Ministerium zusammenbittet. Aber wir brauchen doch auch Regionen, die wir definieren und dann gemeinsam Dinge ausprobieren können. Und das ist sozusagen die Idee der Testregion, die wir haben. Und auch da sind wir mit Partnern im Gespräch, hier bestimmte Dinge umsetzen zu wollen. Also ein recht vielseitiges Projekt, wo ich jetzt nur so ein paar Säulen mal beschrieben habe. Das geht natürlich sehr ins Detail, weil es am Ende auch komplex ist und komplex nur die Lösung aussehen kann. Aber am Ende steht, glaube ich, ein Grundsatz. Überzeugen, dann die Möglichkeit geben, die Dinge zu tun und am Ende auch das Ergebnis, was man hat von vielerlei Engagement, tatsächlich auch in der Versorgung wiederzufinden. Und da ist Thüringen tatsächlich klein genug, weil man kennt sich hier auch, dass wir genügend Akteure haben, die hier gemeinsam an den Strang ziehen. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was, also ein Akteur einer großen Kasse hat gesagt, wir seien Lichtjahre voraus gegenüber der Landesregierung. Ich kenne auch deren Entwurf, aber es sagt schon was aus, dass der eigentlich im Oktober kommen sollte, nachdem wir unser Papier in der Veranstaltung und in mehreren Veranstaltungen auch online nachzusehen präsentiert haben, hat es die Ministerin erstmal in der politischen Schublade verschwinden lassen. Ist nicht schlecht, dass sie das so getan hat. Vielleicht guckt sie ja bei uns rein, das sind viele Anregungen, die sie aufnehmen sollte. Und dann gucken wir mal, wie das im nächsten Jahr weitergeht. Vielleicht findet man ja die Chance, das auch dann tatsächlich umzusetzen. Genau, das ist ja ein schöner Punkt. Und die drei Punkte, überzeugen, erstellen, implementieren, die du genannt hast, gerade für die Punkte, kann ich eigentlich mal direkt an die Bundestagsabgeordneten weitergeben. Weil wenn man sich jetzt beschäftigt hat damit, habe ich mal gesehen, zum Beispiel der BVITG ist ja ein recht großer Verband, der ja, die Unternehmerschaft in der digitalen Gesundheitslandschaft repräsentiert und hat immer davon geschrieben, es braucht eine nationale E-Health-Strategie. Einfach auch, um die Grundlagen, die Standards zu setzen. Eben das, was dann, denke ich, in Thüringen oder auf das in Thüringen dann basieren soll. Frage, vielleicht erstmal an Frau Aschenberg-Dugnus, gibt es oder ist Ihnen das bekannt, eine bestimmte E-Health-Strategie im Bund oder wie verfährt Ihrer Meinung nach da mit solchen Strategien gerade das Bundesgesundheitsministerium? Also die Strategie gibt es schon, aber das Problem ist, man muss natürlich auch die Akteure mitnehmen. Und ich sag mal so, wir hatten das letzte Mal vor einigen Wochen im Gesundheitsausschuss, da ging es um die DIGAs, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Das ist ja eine neue Anwendung. Und da waren auch die Krankenkassen zugeschaltet und die sind solchen DIGAs nicht sehr offen gegenüber, weil A, sind sie ihnen zu teuer, sie müssen sie ja finanzieren, sie wissen noch nicht genau, wie das dann auch ankommt, wie das beim Patienten ankommt und da sind natürlich auch immer die Kosten im Blick. Insofern, ist es nachteilig, dass immer so viele Akteure bei solchen Dingen eben auch Hemmschuhe anziehen. Das ist ganz klar. Aber das, was der Robert Martin Montag eben erzählt hat, also finde ich total spannend. Und ich bin ja überhaupt ein großer Freund von Modellprojekten oder Ausrufen von Testregionen, wo man bestimmte Dinge eben auch mal dann testet, ausprobiert. Denn überzeugen kann man nur durch das Implementieren in die reale Welt. Ja, da hat man auf der einen Seite kann man die Gegner für sich einnehmen, weil man sagt, wieso, guck doch mal, es klappt doch. Und es ist doch gut für die Patientenversorgung, denn das sollte ja eigentlich das Ziel sein. Und da kann man sehr viel mit erreichen. Aber was mir dann auch wichtig ist, oftmals ist es bei uns leider so, dass solche Modellprojekte oder solche Testregionen, wenn die sind dann auf bestimmte Jahre ausgerichtet, da werden sie finanziert und danach sagt jetzt keiner mehr, was hat das denn für positive Dinge gebracht? Es muss dann auch in die Versorgung gebracht werden. Und ich glaube, das ist das, woran es am meisten dann scheitert, dass gute Dinge zwar ausprobiert werden,
aber dann nicht in der Versorgung landen. Und daran müssen wir als Politik auch wesentlich stärker arbeiten und auch immer mal wieder nachfragen und sagen, wieso ist das denn da nicht umgesetzt worden und was macht denn das? Und das hat auch gute Ergebnisse gebracht. Ich sage jetzt mal nur sektorenübergreifende Versorgung ist ja so ein Thema, an dem wir seit ewigen Zeiten rumdoktern. Rumdoktern ist der richtige Ausdruck. Und es einfach nicht schaffen, da wirklich da mal was, da reden wir schon seit 10, 20 Jahren drüber, aber es passiert nichts, weil eben auch zu viele Akteure im alten System noch denken und sich nicht überzeugen lassen, dass es für die Patientenversorgung, aber auch für die Akteure selbst einen Mehrwert hat und einen Nutzen hat. Und das ist auch das Entscheidende. Ich muss die Akteure mitnehmen. Ich muss sie überzeugen, dass das, was da neu auf sie zukommt, einen Mehrwert für sie hat. Das muss nicht finanziell sein, wäre natürlich auch gut, aber es muss auch Zeitersparnis sein, Erleichterungen sein, solche Dinge. Ne? Und deswegen ist es keine leichte Aufgabe, aber so Leute wie Robert Martin Montag schaffen das. Da bin ich auch zuversichtlich. Aber Professor Ullmann, es geht um Mediziner und da stellt sich mir jetzt die Frage, erstmal generell aus politischer Sicht oder aus gesundheitspolitischer Sicht, liegt überhaupt die Grundlage dafür, dass so ein Konzept der FDP-Landtagsfraktion in Thüringen funktionieren kann? Also kann es tatsächlich so eine Implementierung von Modellen überhaupt geben? Und die zweite Frage ist, fühlen Sie sich als Mediziner mitgenommen in diesem ganzen Digitalisierungsprozess oder lässt man da aktuell die Ärzte außen vor? Das sind zwei gute Fragen, die ich versuche mal zu beantworten. Zum ersten Mal, ich kann nur das bestätigen, was Christine und Robert Martin gesagt haben, in Modellregionen. Nur wenn man eine Modellregion konzipiert, muss ein Ziel definiert sein. Ein sogenanntes Study Endpoint, kann man dazu sagen. Und die muss man dann definieren und dann, das muss man im Vorfeld definieren, damit man weiß, dass man diese Ziele erreicht hat und sagen, das ist gut. Weil dann ist es auch schwieriger, so eine Modellregion einfach in die Schublade wieder zu stecken und sagen, das war ja nichts. Nein, es war dann was, weil das Ergebnis war so ausgefallen, wie es zu erwarten ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ist es tatsächlich eine Herausforderung. Ich bin sehr technikaffin und gehe auch sehr bewusst mit meinen Patientendaten um, mit Datenschutz konform. Und ich sorge dafür, dass ich bilde ja auch junge Mediziner ja aus, dass man auch Trivialität, das hat nichts mit Digitalisierung zu tun, dass wir nicht im Aufzug oder zum Mittagessen über Patienten reden, damit da nicht der Datenschutz, also die Schweigepflicht des Arztes nicht gewährleistet ist. Also das ist erstmal eine grundsätzliche Sache, was wir immer erleben, auch innerhalb unserer eigenen Partei, muss man ehrlicherweise sagen, dass viele Ärztinnen und Ärzte sich nicht mitgenommen fühlen, weil von top-down etwas bestimmt wird. Und es kommt häufiger vor, und da verschluckt sich gerade unser Gesundheitsminister meiner Meinung nach, wo man die große Lösung auf einmal bekommen möchte. Ja, man möchte gerne die elektronische Patientenakte gelöst haben, am besten kombiniert mit einem elektronischen E-Rezept, mit entsprechenden Daten, die auch über ein PDF hinausgehen, die bessere Vernetzung, und dann werden sie es gezwungen. Und dann gibt es immer wieder Datenleaks, wo eine Unsicherheit entsteht. Das ist auch ähnlich wie bei der ganzen Pandemiestrategie, wo dann auch die Akzeptanz verloren geht. Deshalb bin ich da, glaube ich, damit Robert Martin einer Meinung, Christine sicherlich auch, Modellregionen schaffen Vertrauen mit Ergebnissen. Und die Modellregion soll nicht 10 Jahre laufen, sondern 2 Jahre laufen, dass man auch ein Ergebnis sieht, und das ist machbar. Das ist eine Frage des Geldes. Und ich bin froh, dass der Robert Martin das konzipiert hat. Und ich wünsche der FDP in Thüringen 40% mehr, damit dann man auch ohne Koalitionspartner regieren kann. Das wäre etwas Gutes. Definitiv. Das wünschen wir natürlich auch. Ich möchte das Thema abschließen mit einem Blick gefühlt nach Brüssel, geografisch nach Süddeutschland, und die Frage stellen, wenn jetzt jedes Bundesland mit einer, ich sag mal, eigenen E-Health-Strategie und sei sie noch so gut daherkommt, Herr Glück, ist das gut für, grenzübergreifende Themen im Gesundheitswesen, oder muss Brüssel tatsächlich erstmal die Grundlage legen, die Standards setzen, bevor es dann in den Mitgliedstaaten und dort weiter in den Bundesländern weitergeht?
Also zunächst mal, es hat beides Vor- und Nachteile. Das heißt jetzt nicht, dass man alles, was man entwickelt, immer top-down entwickeln müsste, sondern ganz im Gegenteil, vieles wächst von unten nach oben und vieles muss ausprobiert werden. Und da finde ich auch diesen Ansatz zur Modellregion durchaus mal interessant, weil das wiederum natürlich auch Erfahrungen aus Modellregionen uns natürlich dementsprechend wieder gute Argumente gibt, auch in der Diskussion dann auf europäischer Ebene. Übrigens, man tut da immer so ein bisschen, wie wenn da die Europäer das ja irgendwie so total verschlafen. Also beim Bund ist ja, haben wir ja jetzt gehört, nicht so arg viel da. Bei uns gibt es doch immerhin diesen European Health Data Space, über den wir sehr, sehr viel gesprochen haben. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz genau das Gleiche, aber es geht doch zumindest deutlich in die gleiche Richtung, also gemeinsame Aktionen in den Mitgliedstaaten, um Optionen für Governance, Infrastruktur, Datenqualität, Datensolidarität zu bekommen, gemeinsame Datenräume und Innovationen im Bereich der digitalen Gesundheit, digitale Transformationen von Gesundheit und Pflege und so weiter und so fort. Also da gibt es schon bereits gute Ansätze. Und da bin ich übrigens auch der Meinung, dass wir auch in diesem Bereich durchaus so ein bisschen Europa haben dürfen. Das nimmt keinem einzigen was weg, aber es hilft trotzdem. Also jeder gewinnt so ein bisschen was dazu. Und übrigens auch die Teilnahme der EMA und der ECDC in der künftigen europäischen Infrastruktur für den Gesundheitsdatenraum. Und ich möchte bloß übrigens, weil ich da vorher nicht mehr dazugekommen bin, das zu sagen, Andrew, ich bin mir, weil du natürlich vorher die ECDC da angegangen hast und du hast da meiner Meinung nach auch komplett recht, wenn man die ECDC vergleicht mit der CDC, dann führt da echt ein Armutsdasein, das geht gar nicht. Schon bereits seit Monaten fordere ich eine Stärkung der European Medical Agency, EMA, und natürlich auch von ECDC. Das ist ganz, ganz wichtig und übrigens plus auch noch ein Einwurf zu diesem Thema. Wir erleben es doch jetzt gerade eben bei dem Zulassungsverfahren für die Impfstoffe, also die EMA macht jetzt innerhalb Antragstellung war 1.12. für den BioNTech-Impfstoff 1.12. und wir werden jetzt die kommenden Tage dann irgendwann mal die Empfehlung von die Kommission kriegen, die dann wieder 24 Stunden braucht. Und übrigens kein einziger Mitgliedstaat ist über die Notfallzulassung gegangen, so wie das jetzt zum Beispiel die Briten gemacht haben. Wir sprechen hier über ein Marktzulassungsverfahren, was qualitativ einfach höherwertig ist. Also es gibt da schon manche Bereiche auf europäischer Ebene, die da durchaus sinnvoll sind und die da wichtig sind und die auch gestärkt werden, sondern, wie gesagt, da schließe ich mich absolut an. Lieber Andrew, das ist eh eine Forderung von mir. Und wie gesagt, auch wenn es zu dem Thema E-Health kommt, müssen wir europäisch mitspielen. Dann zu dem Thema Digitalisierung im Krankenhaus. Allzu oft. Und deswegen können Sachen nicht nur von oben nach unten, sondern müssen auch mal von unten nach oben wachsen. Ich kriege so ein bisschen mit aus dem eigenen Krankenhaus. Das, was am schlechtesten funktioniert, sind tatsächlich die Computer. Also, dass teilweise irgendwas hängen bleibt, dass man dann irgendwie, was weiß ich, die Computerplattform zum 5. Mal starten muss an dem Tag, dass man teilweise in Behandlungsräumen nicht arbeiten kann, weil man wirklich diesen blöden Rechner nicht zum Laufen kriegt. Andrew grinst gerade eben vor sich hin, der scheint das aus dem Krankenhaus auch zu kennen. Ist einfach so. Das ist wirklich so eine riesengroße Krücke, die wir da irgendwo haben. Die geschriebenen Passworte. Ja, genau. Und ja, auch wenn du die Passworte drauf, also auch wenn du sie kennst. Und dann gibt es noch übrigens eine Sache. Wir haben ein unglaublich hohes Innovationspotenzial in Deutschland. Ich habe vorher nicht über die Medizinprodukteverordnung und über Medizinproduktehersteller gesprochen. Aber die trage ich ja wirklich in hohem, hohem Maße in meinem Herzen, weil die wirklich jetzt mal wieder gezeigt haben, wie innovativ und wie gut die sind. Und das, obwohl sie eigentlich seit Jahren sonst mit der Politik nur mit Bürokratie belohnt worden sind, also mit noch mehr Bürokratie. Also da läuft wirklich sehr, sehr viel. Und deswegen glaube ich, dass dieser E-Health-Bereich auch für diejenigen, die jetzt im Bereich der Medizinprodukte und sonstiger Entwicklungen unterwegs sind, ganz, ganz interessant sein könnte. Also für mich ein riesengroßes Thema. Passt super gut zur FDP und Robert Martin macht das Thema weiter. Das ist echt wirklich richtig gut. Und dann wachsen die Sachen bestimmt von unten nach oben und von oben nach unten irgendwo zusammen und treffen sich und dann wird es wunderbar. Dankeschön. Das hoffe ich natürlich auch. Es ist ein guter Ansatz und wir haben immer hier das Problem, die Leute, die uns permanent zugucken oder die treue Zuschauer sind, kennen das. Normalerweise machen wir nur 60 Minuten und ich kann heute schon sagen, nachfolgende Sendung verzögert sich, denn wir sind schon über eine Stunde. Daher
können wir nicht alle Themen dran nehmen und ich möchte was ganz Wichtiges reinbringen. Und zwar haben wir ja gesagt zum Anfang der Sendung, wir enden damit, dass wir einen Blick auf 2021 werfen und jedem Gast hier nochmal die Möglichkeit geben zu sagen, wie denn 2021 gestaltet wird, welche Themen eventuell besonders in den Fokus rücken und vor allem, denn mit Blick auf Thüringen, jeder, der jetzt sich einen Termin notieren will, am Sonntag, den 25. April sind Landtagswahlen in Thüringen und am Sonntag, den 26. September sind Bundestagswahlen in Deutschland. Und da ist natürlich interessant zu wissen, mit welchen Themen oder welche Themen werden vermutlich besonders aufkommen und was sind eigentlich die Forderungen der Liberalen, gerade in den Bereichen der Gesundheitspolitik? Und ich würde als erstes zu Frau Aschenberg-Dugnus kommen und fragen, was glauben Sie, wie 2021 sich gestaltet wird bis zur Bundestagswahl? Welche Themen vielleicht besonders stark laufen und vor allem mit was Liberalen punkten wollen? Also wenn ich jetzt sagen soll, was in unserem Programm stehen soll, dann brauchte ich jetzt eine zweistündige Sendezeit, weil ich bin nämlich für den Gesundheitsbereich Mitglied in der Programmkommission. Und da sind in dem Bereich so wahnsinnig viele Themen. Das kann ich jetzt alles gar nicht aufs Tableau bringen. Aber mir persönlich, und ich glaube, darum geht es ja auch, ist ganz wichtig, dass da bin ich wieder bei der Digitalisierung, aber eben zum Patientennutzen und zum Nutzen der Gesundheitsakteure, weil wir hinken halt in Deutschland sehr viel hinterher. Und man sieht auch am europäischen Ausland, wie es besser geht und wie man dort wirklich Prozesse erleichtern kann, Daten besser übertragen kann. Es geht ja bei uns schon los, dass wir nicht überall die Möglichkeit WLAN, Breitbandausbau, da geht es ja schon los, ja. Was der Arzt, wenn der nicht bis in seiner Praxis das schnelle Internet hat und es dauert ewig, bis irgendwas übertragen wurde, dann hat er keinen Nutzen davon. Also da geht es schon mal in Deutschland los. Aber für mich sind die Themen Digitalisierung sehr wichtig, aber auch genauso, da denken Sie jetzt bestimmt, was ist denn das? Bürokratieabbau. Jeder Akteur im Gesundheitswesen stöhnt über überbordende Bürokratie, die oftmals von staatlicher Seite oder auch von Seite der Krankenkassen übergestülpt wird und die daran hindert, die Patienten so zu versorgen, wie es eigentlich jeder Gesundheitsakteur möchte. Also ich sage Gesundheitsakteur, weil das sind natürlich auch die Ärztinnen und Ärzte, die niedergelassen, aber genauso der Physiotherapeut oder die Hebamme, Pflegekräfte, alle schimpfen Sie über diese teilweise unnötige Bürokratie. Das ist nicht einfach, aber wenn es jemand kann, dann sind es wir Liberalen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um die Gesundheitsversorgung für die Patienten besser zu machen und um auch diejenigen, die dort jeden Tag im Gesundheitswesen arbeiten, um sie zu entlasten. Also diese beiden Themen, als drittes vielleicht noch sektorenübergreifende Versorgung, Arzneimittelengpässe, das sind so die Sachen, wo wir auch sagen müssen, wir müssen uns auch diese Themen nehmen, die den Bürger direkt betreffen und wo er selber eine Verbesserung seines eigenen Gesundheitswesens, seines eigenen Lebensbereiches sieht. Und deswegen in aller Kürze so viel. Danke sehr. Sehr gern. Ich würde weitergehen bei Professor Ullmann und dieselbe Frage stellen. Was sehen Sie nächstes Jahr gesundheitspolitisch plakativ an den Laternen hängen? Oder was würden Sie sich wünschen, was dort hängen soll? Ja, wünschen könnte ich viel. Gesundheit first für alle, kann man fast sagen. Denn das ist tatsächlich unser Problem nach wie vor. Da hat Jens Spahn 4 Jahre nichts erreicht. Die Christine hat es gerade angedeutet. Sektorübergreifende Versorgung. Ich nenne einfach, ist ganz klar, wir müssen sehen, dass die Versorgung, die Fehlversorgung, die wir haben, beseitigt wird. Wir haben überbordende oder eine Überversorgung in den Ballungsgebieten, eine Unterversorgung in den ländlichen Regionen. Die Antwort darauf ist, es Planwirtschaft. So funktioniert das nicht. Wir müssen andere Leitplanken einstellen, wie gesundheitliche Qualität aussieht. Und da bin ich überzeugt, dass auch die ländlichen Regionen auch attraktiver werden für ärztliche Tätigkeiten, aber auch für pflegerische Tätigkeiten. Wir müssen die medizinischen Berufe attraktiver machen in der Ausbildung, dass wir auch Leute in die Ausbildung hineinbekommen. Wir müssen sehen, dass ein Krankenhaus durchaus ambulante Versorgung betreiben kann, aber umgekehrt auch die niedergelassenen Ärzte auch durchaus Belegbetten in den Krankenhäusern besetzen
können. Also das sind eher die dickeren Bretter, die ich gerne bohren möchte in der Gesundheitspolitik, die aber dann den Menschen zugutekommen und nicht durch irgendwelche Studienplätze zu organisierende Landärzte wurden, die nach 6 Jahren Studium feststellen, ich wäre doch lieber Chirurg in der Kardiochirurgie in der Großstadt, anstatt kleine Chirurgie, sage ich mal. Also Andreas, verzeih mir, dass ich das so plakativ mache, ich mache es gleich beim Internisten anders, eine Wundbehandlung nur auf dem Land zu machen. Ich denke, einer will sich spezialisieren, der andere möchte eher allgemeiner sein, das ist nicht nur in der Chirurgie so, das ist auch in der Inneren so zum Beispiel. Und diese Chance müssen wir den Studenten auch klar machen. Und einen Wunsch hätte ich nochmal grundsätzlich bei der Medizinerausbildung, dass wir Zuwendungsmedizin wieder in den Vordergrund bringen, nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der Praxis. Denn was ich ehrlich gesagt unter uns schrecklich finde, dass man sagt, mein Hausarzt, mein Arzt oder Ärztin hat keine Zeit für mich. Und das kann es nicht sein, dass wir noch Apparatemedizin betreiben. Zur ärztlichen Kunst gehört auch die Zuwendung. Und das wünsche ich mir auch. Und da müssen wir halt im Sozialgesetzbuch einiges nochmal entrümpeln und neu konzipieren. Also auf jeden Fall viel Arbeit auf Bundesebene. Dicke Bretter. Dicke Bretter auf Bundesebene. Und da haben wir ja noch nicht mal über die Finanzierung des Gesundheitssystems gesprochen. Aber ich glaube, und es gibt... Da haben wir genug Geld im System. Da haben wir genug Geld. Okay. Also, Leute, 380 Milliarden Euro im System. Wir haben eine der teuersten Systeme in der Welt. Da soll jemand mir erklären, dass wir das nicht bezahlt kriegen, wenn wir eine überbordende Versorgung in einer Ecke haben, eine Unterversorgung in der anderen. Das nivelliert sich, da bin ich überzeugt. Ich glaube, damit habe ich schon das Thema einer möglichen nächsten Sendung in der dritten Staffel gefunden. Aber ich will jetzt erst noch mal den Blick nach Thüringen richten, denn knapp 4 Monaten ist es soweit. Die heiße Phase läuft ja bald an, Robert Martin, oder? Wie stellt ihr euch auf? Also wir haben schon gesehen, ihr habt ein sehr, sehr gutes E-Health-Strategiepapier entwickelt. Was kommt darüber hinaus? Ja, da will ich erstmal sagen, ja, erstmal muss überhaupt die Wahlen kommen. Das steht nämlich noch nicht fest. Auf einen solchen Wahltermin haben sich Parteien zwar geeinigt, also in dem Fall Rot-Rot-Grüne oder CDU. Wir sehen das noch ein bisschen sehr skeptisch, weil daran hängen Wahlgesetze, die aus unserer Sicht, also zusammengeschustert, wäre jetzt sehr höflich ausgedruckt. Aber man muss schon gucken, dass wenn man wählt, dass dann nicht einer hinterher kommen kann und die Wahl anfechten kann. Also da braucht man eine saubere Lösung. Wir gucken erstmal, ob es dann tatsächlich der 25. April ist und von der Covid-19-Pandemie sprechen wir noch gar nicht. Da kommt man ja auf wirklich ganz verrückte Ideen hier in Thüringen, aber Thüringen ist ja für manchmal Verrücktheiten bekannt. Das trifft da nicht nur Rot-Rot-Grün oder die CDU. Ich will vielleicht die Chance mal nutzen, weil wir natürlich in der Gesundheitspolitik sehr häufig über Bund sprechen, auch zu Recht jetzt in der Corona-Pandemie natürlich auch über Europa. Aber was haben wir eigentlich gemacht in dem Jahr? Nicht mal ganz einem Jahr. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir, glaube ich, wie so einen Berserker hier ziemlich eingeschlagen sind im Parlament. Und gerade in der Gesundheitspolitik wahnsinnig viel in Bewegung gesetzt haben. Und wir haben Dinge geschafft, aus der Opposition heraus umzusetzen. Jetzt hat Andrew natürlich die Frage der Medizinerausbildung angesprochen. Dazu zählt oder die Frage, wer kann wie wo versorgen, wenn er sich spezialisiert oder ob er allgemeiner tätig ist im Ballungsraum Oberland. Dazu zählt natürlich erstmal, dass wir überhaupt Medizinstudienplätze nicht nur haben, sondern dass wir mehr davon haben. Und das nicht nur für Mediziner, sondern eben auch für Zahnärzte. Auch da laufen wir auf ein Riesenproblem zu. Auch für Pharmazeuten, die dann hoffentlich irgendwann mal Apotheker werden und Versorgung sicherstellen können. Und da ist ein interfraktioneller Antrag am Ende beschlossen worden, der auf unserem Antrag, den wir eingereicht haben, aufgesetzt hat. Und da können wir schon mit Stolz behaupten, dass wir da innerhalb von einem Jahr ein Wahlkampfversprechen umgesetzt haben, aus der Opposition heraus. Das ist, gelingt jetzt nicht allzu häufig. Dann will ich vielleicht noch mal ein, zwei andere Sachen noch mal sagen. Da geht es um Fragen, die wir gemacht haben, die eben auch durchaus umstritten sind. Natürlich, wie halten wir eigentlich Medizinerinnen und Mediziner oder wie sichern wir Versorgung? Da muss man zunächst mal Versorgungskette in den Blick nehmen und nicht nur in Einzel- und Insellösungen denken, sondern man muss das Ziel beschreiben
Da muss man sich überlegen, wie komme ich dahin und am Ende, ganz am Anfang dann sozusagen am Start, was brauche ich dazu? Das haben wir auch gemacht. Das wird zurzeit kontrovers diskutiert und auch die Zukunft der Krankenhauslandschaft hier in Thüringen. Auch da haben wir einen Vorschlag gemacht, der genau auf das abzielt, was ich mit einem Verlaub der Bundesregierung sehr vorwerfe, dass sie zwar Sonntagsreden hält, aber am Ende nicht ein Zentimeter vorangekommen ist. Ich sage mal, diese berühmt-berüchtigte Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern zur sektorübergreifenden Versorgung ist ja nichts anderes als ein Rohrkrepierer. Da ist nämlich gar nichts passiert. Da haben wir auch ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie man das umsetzen kann. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ich habe gesagt, Wahlversprechen. Ja, also man muss einfach die Dinge umsetzen, versuchen umzusetzen, die man im Programm hat. Und das ist uns erst gerade gestern gelungen. Wir haben nämlich Haushaltsverhandlungen gerade ganz heiß hier in Thüringen. Und von 350 Änderungsanträgen, die wir erarbeitet haben als kleine Fünf-Mann-Fraktion am Haushalt, hat einer geschafft, tatsächlich die Mehrheit zu finden hier in Thüringen. Und da geht es um eine bessere Ausstattung der Krebsberatungsstellen. Wir haben noch ein sehr viel umfangreicheres Konzept bei der Frage onkologische Versorgung, auch damit vielen zusammengearbeitet. Und am Ende gibt uns das, das sehen wir auch an Zahlen, natürlich gesundheitspolitisch Kompetenz, weil wir eins nicht tun. Wir reden nicht nur, sondern wir machen auch kontroverse Vorschläge und scheuen eben die Debatte nicht. Und ich sage immer, auch in den Podiumsdiskussionen, Politik hat eigentlich kein Erkenntnisproblem, Politik hat ein Umsetzungsproblem. Das ist wiederum sehr vielschichtig, wenn man sich Landräte anguckt, wie die um ihr Krankenhaus natürlich zu Recht auch kämpfen. Aber da gibt es mittlerweile alternative Versorgungsstrukturen, die da hilfreich sind. Und ich glaube ganz fest daran, Menschen wollen nicht immer gesagt bekommen, was sie gerne hören wollen, sondern Leute wollen gerne den Eindruck haben und den verlässlichen Eindruck haben, dass man eine Lösung anzubieten hat. Und da sind wir eifrig dabei, das im politischen Alltag zu untermauern, aber natürlich auch am Programm zu schreiben. Also wir sind auf alles vorbereitet, aber ich sage ganz bewusst, die auflösende Sitzung müsste im Februar sein. Insofern ist das noch ein bisschen hin. Und wir sind aber frohen Mutes, dass wir das ja auf alle Fälle genutzt haben und hier eins gezeigt haben, dass die Liberalen im Parlament das Parlament am Ende besser machen. Sehr gut. Also vielen, vielen Dank für die Ausführung und drücken die Daumen. Mal sehen und halten die Augen und Ohren offen, wie es in Thüringen weitergeht und am Ende ausgeht. Und ich würde tatsächlich die Runde schließen mit Andreas Glück, der jetzt keine Wahl zu bestreiten hat nächstes Jahr, aber der vielleicht wir haben jetzt schon ein relativ vielfältiges Spektrum an gesundheitspolitischen Fachthemen gehört. Man sieht, liberale Politik im Gesundheitsbereich ist vielfältig. Herr Glück, aus Sicht Europas, welche Themen, glauben Sie, wird die Bundestagswahl vielleicht begleiten? Welche Themen werden Sie für 2021 sehen? Also zunächst mal, Herr Thoma, ich sage das jetzt ein bisschen schmunzelt. Es wird ja gerade so getan, wie wenn ich jetzt so entrückt wäre in Europa und das irgendwie mit den Landtagswahlen gar nicht mitkriegen würde. Natürlich habe auch ich nächstes Jahr Wahlen, weil ich trete ja nicht nur für die Wahl an, mit der ich dann selber gewählt werde, sondern ich bin einfach auch ordentliches FDP-Mitglied und stehe da eben Vollgas im Stand unterwegs bei den Kolleginnen und Kollegen. Also von dem her nur mal, um das klar zu machen. Und wir haben ja natürlich auch nicht nur in Thüringen Wahl, wir haben die Bundestagswahl natürlich, wir haben also Thüringen vielleicht irgendwie so, ja, wenn wir Robert Martin hören. Wir haben aber Bundestagswahl, wir haben Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen-Anhalt und glaube Berlin auch noch. Also von dem her, uns wird es da nicht langweilig werden. Und ich kann uns als eigentlich nur einen Ratschlag geben. Ich glaube, wir sollten in der Zeit, die wir jetzt haben, unsere Stärken stärken. Und für mich ist die FDP die Partei, die für das Thema Eigenverantwortung, Freiheit und Bildung steht. Das ist für mich ein Dreigestirn. Ja? Also man sagt ja immer irgendwie Freiheit, Eigenverantwortung. Ich nehme da gerne wirklich noch dieses Thema Bildung dazu, weil ich kann nur von Menschen erwarten, dass sie eigenständig gute Entscheidungen treffen, wenn eben die dementsprechende Bildung auch irgendwo da ist. Und da hängt vieles dran, Chancengleichheit und so weiter und so fort. Dann ist es natürlich so, wir sind die Partei, der besonders große Kompetenz zugesprochen wird im Bereich der Digitalisierung.
Und wir sind auch die Partei, wir müssen als Europapartei wahrgenommen werden. Und wenn wir diese drei Dinge, Europapartei, Bildung, Freiheit, Eigenverantwortung und Digitalisierung, wenn wir das einfach in unseren Fokus rücken, daraus können wir andere Themen ableiten. Wir können ein Framing machen oder ein Reframing machen. Da kommen wir automatisch auf die Gesundheitsthemen, auf die Bildungsthemen. Da kommen wir auf Umwelt- und Energiethemen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es tut uns gut, wenn wir in diesen Kategorien denken und von diesen Kategorien aus in unseren Weg gehen. Und in diesem Sinne freue ich mich auch auf das nächste Jahr und möglicherweise können wir sogar einen Teil des Wahlkampfes vielleicht dann sogar schon wieder ohne Maske bestreiten. Das würde mich auf jeden Fall ziemlich freuen. Vielen Dank. Eine sehr schöne Aussicht. Ein sehr schönes Schlusswort an der Stelle sogar. Von meiner Seite aus möchte ich mich erstmal recht herzlich bei meinen Gästen bedanken. Dafür, dass sie sich mehr Zeit genommen haben, als wir vorab abgesprochen hatten. Das hat vielleicht manchmal so einen Jahresrückblick mit so vielen Gästen einfach in sich. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke in diese unfassbar vielen gesundheitspolitischen Fachbereiche. Ich glaube, wir haben hier eine ganze Menge mitgenommen und vor allem, was 2021 auf uns zukommen wird. Ich kann sagen, dass unsere Sendung in die dritte Staffel geht und ähnlich wie die Arbeitsbereiche unserer Abgeordneten hier, wir auch Themen gesetzt haben, die ähnlich vielfältig sind. Und wer jetzt schon mal reinschlunzen will, der kann gucken auf dem Webshop oder auf den Webshop im freiheit.org. Gerade in den nächsten Monaten ab Januar bis, ich glaube, Juni sind wir dann wieder auf Sendung. Kann man sich teilweise schon anmelden. Man sieht schon, welche Gäste dabei sein werden. Und würde mich dann auch freuen, wenn Sie dann wieder einschalten. Ansonsten bleibt mir hier in der Abmoderation nur zu sagen, ich wünsche meinen Gästen hier ein gesundes, ein erholsames Weihnachtsfest. Ein paar ruhige Tage, dass wir alle ein bisschen entspannen können. Und nächstes Jahr dann mit einer positiven Kraft und mit Optimismus und mit dem Ziel, dass Corona irgendwann der Vergangenheit angehört, weiter Politik machen können. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns hier treu jeden Mittwoch 18:30 gesehen haben. Nächstes Jahr geht es dann schon um 18 Uhr los. Das ist auch überall hinterlegt. Und nochmal vielen, vielen Dank. Ich wünsche allen hier noch eine schöne Zeit, einen schönen Abend und kommen Sie gut ins neue Jahr. Vielen Dank. Tschüss. Gute Festtage. Ciao. Vielen Dank. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Tschüss. Unbedingt. Tschüss. Abstand halten. Genau. Maske tragen. Ja, Andrew und ihr erzähle ich dann irgendwann mal noch meinen Internistenwitz, aber mal in anderem Zusammenhang. Ne? Okay. Mein Bruder ist ja auch Chirurg.